Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest mit mir, mit dem Sender 2904. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter an der Stelle. Letztes Mal haben wir hier nach Federn gesucht. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal wieder auf die Socken und suchen mal weiter, ob wir hier noch irgendwas finden. So. Aha, was ist denn das hier? Können wir das abholzen? Ja. Jawohl, noch ein Sticky, Totenkopf. Totenkopf ist immer gut. Alkohol. Gibt es mittlerweile da oben irgendwas? Ich will mal gucken, was es da oben gibt. Jung. Los, lass uns schnell hochflitzen hier. Oh. Oh ja, eine Cola. Das hat sich ja wohl gelohnt. Aber wir haben einen super Ausblick hier. So, wieder runter. So. Keine Ureinwohner, keine Ureinwohner. So. Es gibt so nicht, dass man hier keine Federn findet. Das ist ein bisschen traurig. Die sind nur noch in Höhlen, aber das wäre ja ein bisschen unlogisch. Weil wie sollen die Vögel in Höhlen kommen? Apropos Höhle, ich würde auch trotzdem gerne mal in die Höhle gehen, auch wenn wir nicht so gut equipped sind. Den Berg gehen wir auch mal irgendwann, wenn er mal richtig freigeschaltet ist und wir dann ganz hochkommen. Verdammt. Ich brauche Pfeile. Ich will endlich einen Bogen, mit dem Bogen spielen. Das gibt's ja gar nicht, ey. Was gibt's denn hier? Können wir das abholzen? Ja. Okay. Scheint auch neu zu sein hier. Ich bin ein bisschen krank. Das hört man wahrscheinlich. Also, sorry. Aber wir müssen bald wieder was essen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück dann zu unserem Lager. Vielleicht finden wir ja noch unterwegs irgendwas Cooles. Ja, den nicht. Ach komm, jetzt gibt's doch die Fresse. Komm her, du Pisser. Ja, ihr könnt nur zu zweit kommen. Stell dich, mein Mann. Er braucht seine Frau. Es gibt's. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, verdammt. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein bisschen Medizin an, irgendwas zu trinken. Und dann kriegt er nochmal auf die Schnauze. Oh, du Pisser. Und da hat's ihn erledigt. Tja, hast dich halt mit dem Falschen angelegt, wa? Nochmal ins Gesicht. Der hat nicht mal Zähne verloren, wie fresh. Ja, ich bin der König der Insel. Provoziert mich nicht. Ich werde euch alle finden. Okay, mal gucken, was es hier gibt. Hallo Hasi. Die Seile nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier gibt es nichts. Oh, schon wieder ein Kannibale. Oh Mann. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Weil wir können es. Weil wir der König der Insel sind und uns in die Hose machen. Nein, nicht runterklitschen. Okay, Moment. Wir haben ja Molotows. Ob wir die treffen? Nein, du sollst dich nicht bewegen, du blöde Kuh. Jetzt muss sie sich natürlich bewegen. Komm. Wir kämpfen wie ein Mann. Na, wo ist er denn? Ah, da kommt er. Na, du? Wie? Muss man die erst anzünden? Ah, man muss jetzt mittlerweile erst anzünden. Okay, dann können wir ja viele werfen. So. Jetzt hat sie gekriegt. Wie? Sie brennt nicht. What the hell? Aber sie verpisst sich. Okay. Nee. Wir probieren mal zu schlafen. Und gucken. War ja klar, dass wir nicht schlafen können. Wo denn? Schon wieder so einer. Komm, wie viele da angekommen? Jetzt gibt's. Nein! Das sind doch ein paar zu viel. Oh mein Gott. Wir sind tot. Oder? Ja, ja, halt die Schnauze. Jetzt gibt's auf die Fresse hier. Wir sind tot.
Junge, verpiss dich, ich bin Friedlin. Somit nehme ich schnell eine Medizin. Jetzt werde ich böse. Na komm. Nicht lecken. Dann würde ich auch machen. Verdammt, meine Nase läuft. Ich bin krank, ja. Das ist nicht normal. Jetzt haben wir so, wir machen uns vom Acker her. Wir lassen sie in der Illusion, dass sie gewonnen haben. Taktischer Rückzug. Er verfolgt uns, er will es unbedingt wissen. Komm her, jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Ich hab dir die Chance gegeben. Du auch, du blöde Kuh. Stirb! So. Ich hab ihnen die Chance gegeben, sie hätten glücklich nach Hause gehen können. Aber nein. Selber schuld. Und jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Das heißt, nach Hause in unseren Unterschlupf. Verfolgt uns hier jemand? Mann, ich will doch nur federn. So Brandpfeile wäre echt nice. Was ist denn das da unten? Ist das jetzt ein Eingang mittlerweile? Kann man da rein? Das wäre ja nice, wenn man da rein könnte jetzt. Was hat es mit diesem Loch auf sich? Das würde ich gerne wissen. Na los. Wir müssen mal wieder was mampfen. Unser Magen ist leer. Ballern wir uns halt einen Snickers rein. Kurz husten. Moment bitte. So, sorry. Musste kurz husten. Lusch. Oh nein, Hasi. Komm her, Hasi. So, den brauchen wir zum Essen. Ich mag es nachts hier rum sein, das ist so gefährlich. Aber was soll man machen, wir müssen ja nach Hause, so. Hui, hui, hui. Das ist immer noch cool, dass man da so hoch springen kann. Oh, er hat schon wieder keine Ausdauer mehr, was ein Lappen, ey. So, ich will nach Hause. Du. Los. Wir machen das hier ab. Ist ja ekelhaft. So. Die Klaufen immer mit, die Stickies. Und dann jetzt ab nach Hause. In unser gemütliches Bettchen. Können wir das hier mitnehmen? Ja. Die Blätter brauchen wir. Stirb! War es wieder kurz geleckt. Immer diese Lecks, ey. Total nervig. Vor allem mitten im Fight. Ey, der Lappen hat schon wieder keine Ausdauer. Komm, wir essen uns noch. So. Jetzt muss man uns wenigstens keine Sorgen mehr um den Hunger machen. Und ich meine, Schokoriegel findet man ja recht schnell. Das sollte kein Problem sein. So. Du. Wollen wir in die Höhle gehen? Hier im Dorf, wo unser Lager ist, gibt es ja eine Höhle. Da könnten wir eigentlich reingehen und mal gucken, ob wir hier bessere Sachen finden. Aloe Vera nehmen wir mit. Oh, wir müssen uns jetzt durch den Wald kämpfen. In der Dunkelheit. Blair Witch Project. Kommt, um dich zu holen. Nein, natürlich nicht. Wir schlagen uns hier mit Ureinwohnern rum, da haben wir keine Angst vor irgendwelchen Hexen. Wir sind ja hart im Nehmen. So, wollen wir kurz in die Höhle reinschauen? Und trinken können wir mitnehmen. Haben wir noch Lurschhaut? Ja. Nein, das bringt nicht viel, aber... Komm, was soll's. Ich würde sagen, komm, wir schauen einfach mal in die Höhle rein. Zur Not können wir ja wieder abhauen. Boah, jetzt fängt es an zu lecken. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich will hier nicht sein. Ich habe Angst. Ich will hier nicht sein. Knochen. Oh mein Gott.
Gott. Ach du Scheiße. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Koffer. Wir haben wahrscheinlich ein Geheimnis gefunden. Oh, wir nehmen alles mit. Wir könnten ein paar Molotovs noch craften. Wir haben ja ein paar verworfen. So. Die Koffer nehmen wir mit. Geld. Medizin. Medizin ist immer... Mach doch den Koffer jetzt auf, Mensch. Ey, das gibt's ja nicht jetzt. Wie es auch hier schallt, das ist echt krass. Diese Atmosphäre ist echt krass. Noch ein Stick, noch ein Knochen oder was? Ne, ein Stick. Oh mein Gott. Mama. Da hinten leuchtet was. Gehen wir erstmal da lang. Medizin ist immer gut. Eine Karte haben wir jetzt entdeckt. Okay. Machen wir mal zu. Gucken, wo wir hier lang kommen. Auf jeden Fall in den Wasserfall. Oh mein Gott, hier geht es noch weiter runter. Oh mein Gott. Wollen wir weiter runter gehen? Wollen wir es noch? Unser Feuerzeug geht immer. Oh, Glück gehabt. Na komm, wir gehen noch. Eins killt noch. Oh mein Gott, wo kommen wir hier hin? Ich hoffe, hier sind keine Muschikläuse. Wir haben immer Pfeile. Wir müssen also extrem vorsichtig sein. Das ist gerade ein bisschen laut. Ich muss mich nachher noch ein bisschen hochpegeln. Oh mein Gott. Was? Wo geht's hier lang? Ich will gar nicht hier sein. Haben wir eine Taschenlampe mit? Wow, was? What the fuck? Oh shit, hab ich mich erschrocken, Alter. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, er rennt die ganze Zeit im Kreis. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh, jetzt kriegt das aber auf die Schnauze. Große Fresse aber nicht aushalten. Haben wir eine Taschenlampe? Wir nehmen keine Taschenlampe. Jetzt sagen wir, nehmen trotzdem mal einen Molotov in die Hand. Das ist ein bisschen, dürfte ein bisschen heller sein. Zünden wir den mal an. Ja, es ist schon ein bisschen heller. Und zur Not können wir ja auch ein paar noch abfackeln damit. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich weiß nur, dass ich nicht hier sein möchte. Ich will nach Hause. Na komm, mach das gut hier. Verdammt, jetzt geht gerade das Licht aus. Lasst mich in Ruhe, ich will nach Hause. Ich habe Angst. Okay, ein Seil. Ein Grundseil, was gibt's denn hier? Okay, ein Buch. Was ist das? Noch ein Polaroid. Wieder von der Yacht. Ist der ekelhaft, Mann. Das war... Hat sich ja nicht sonderlich gelohnt. Wir bräuchten unbedingt die Flare Gun. Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Münzgeld, da können wir wenigstens Bomben bauen. Geh doch weg, du dummer Stein. So. Gucken, wo es hier weitergeht. Oh mein Gott, ich sehe fast gar nichts. Da vorne ist Licht. Was ist hier? Hier scheint nichts zu sein. Wo geht's denn hier weiter? Ach du Scheiße. Steht da vorne einer? Oh mein Gott, ich glaube, da vorne stehen welche. Schnell Molotov in die Hand nehmen.
Oh ja, da vorne stehen auf jeden Fall welche. Wir müssen den Ausgang finden. Ich habe keine Lust länger hier zu bleiben. Ich hoffe, wir kommen hier noch mal raus. Und sind nicht für immer in der Höhle verloren. Aber hier sieht es schon mal gut aus. Hier ist Licht. Oh mein Gott, wo sind wir hier jetzt? Ich will nach Hause. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, man sieht kaum was. Weil es hier so dunkel ist und ohne Lampe. Ohne Taschen, aber ich laufe ein bisschen schneller. Oh mein Gott, da vorne ist Muschiklaus. Zwei Stück sogar. Okay, da kann man noch keine Chance. Lass uns schneller abhauen, nach Hause gehen. Oder irgendwo ein Lager bauen und dann speichern und in der nächsten Folge wiederkommen. Mal gucken. Erstmal bauen wir uns hier ein Feuer. So. Dann würde ich sagen, dann essen wir erstmal was. So. Was ist ein Shelter hier? Aber ob wir hier ein Sticky finden für ein Shelter? Nein, wir brauchen noch 11 Stickies. Ich nehme lieber doch mal lieber wieder. Aber wir haben ja auch Dynamit. Müssen wir das auch anzünden? Ja. Aber ich will mich trotzdem jetzt mit dem Muschiklaus anlegen. So einen vollen Magen haben wir jetzt wenigstens wieder. Wo geht's denn hier lang? Irgendwie ist das Dynamit heller als der Molotow. Von der Beleuchtung her. Okay. Na, Aufbruch mit dir. Stehen da? Was ist? Haha. Was sind sie in die Luft geflogen? Wir sind mit Dynamit bewaffnet. Jetzt gibt's. Oh, was? Wo denn? Hier geht's ja noch tiefer runter. Ach du Scheiße. Na dann, runter da. Verdammt. Ich hab Angst. Wo geht's denn hier hin? Direkt in die Hölle oder was? Highway to Hell. Wo geht's hier hin? Wie weit es vor allem hier runter geht, das ist nicht normal. Mann. Wir kommen ja wirklich bald in der Hölle raus. Oh, mein Auge juckt. Kurz kratzen. Okay. Was ist denn das da hinten? Okay. Ich glaube, hier sind keine. Okay, was ist... Hier war ich auch noch nie. Eine Vorratskammer. So eine Art. Oh, eine Axt. Dynamit. Das nehme ich natürlich alles mit. Ui, wie viel Dynamit es hier gibt. Eine Flare. Das ist natürlich super. Stick, wenn wir jetzt ein paar Stickies finden würden, wäre natürlich noch klasse. Dann könnten wir noch speichern. Aber naja. So, Medizin nehmen wir mit. Ist da irgendwas drin? Bestimmt nur Dynamit. Was? Krass, die haben also alles. Sich alles unter den Nagel gerissen und hier hingebracht. Okay. Müsste mal wieder was trinken. Könnte man da eventuell noch weiter? Was ist das? Kann man das kaputt machen? Was bringt das jetzt? Hört sich an wie ein Koffer, den man öffnen kann, aber. Kann man hier irgendwo hintauchen? Ja, lass uns mal wieder nach oben gehen. War wahrscheinlich doch nur so ein Vorratsraum.
Moment, kurz husten. Sorry. Jetzt den ganzen Weg wieder nach oben. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir den Ausgang wieder finden. Sind schon bei 20 Minuten. Er braucht so lange. Wie der Typ mit einer Hand das Seil hochklettern kann, aber ist nach 5 Meter Dauerlauf kaputt. Komisch, komisch. So, müssen glaube ich. Hier war mal. Ich glaube, wir mussten lang. Oh mein Gott, ich habe den Weg vergessen. Ich will doch gar nicht hier sein. Hier lang? Komm mal hier. Na, mach doch mal das Licht an. Nee. Hier ging es auch nicht weiter. Die Seile können wir mitnehmen. Das Geld. Komm, das Geld nehmen wir alles mit. Man weiß ja nie, wenn wir von der Insel entkommen, müssen wir nie wieder arbeiten gehen. So viel Geld, wie wir hier verdienen. Finden. Verdienen, ja. Nicht mal für 1 Million würde ich hier hingehen. Wo kommen wir denn da hin? Wir kommen ja immer tiefer rein. Wir müssten mal ein kleines Feuer mal frieren. Oh. Ich habe vergessen, offline zu gehen. Sorry. Dafür. Oh, da ist ein Ausgang. Wir haben einen Ausgang gefunden. Kann man das hier wegsprengen? Ah, ne, wir können uns durchzwängen. Oh, wir sind frei. Freiheit, geliebte Freiheit. Ich markiere dann hier gleich auch mal. Hier. Dass hier auch noch ein Eingang ist. Dass wir da Bescheid wissen beim nächsten Mal. So, egal. Die Farbe ist eigentlich egal. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier lang. Um nach Hause zu gehen. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen gelohnt. Wir haben eine neue Axt gefunden. Aber naja, und ein paar Story-Hinweise, aber naja. Gibt ja noch mehr Höhlen. Und es regnet. Nium, nium. Jetzt flitzen wir schnell nach Hause. Hier, das nehmen wir noch mit. Gegessen haben wir ja unten. So. Wir müssen auch gleich da sein, ja. In der nächsten Folge können wir ja hier im eingeborenen Dorf. Ja, halt die Klappe. Ich bin gerade in Tötungslaune. So. Oh, noch einer. Oh mein Gott, wie viel kommen denn hier noch bitte? Hau doch ab. Geh nach Hause, Junge. Meine Fresse. Dass sie nicht raffen, dass wir hier die Könige der Insel sind. So, der Typ hat mal wieder keine Ausdauer mehr. Oh, ein Eichhörnchen. Wie süß. Noch einer. Massenschlachtung ist das ja hier heute. Stirb, stirb. So. Klappe zu, Affe tot. Einfach durchrushen und alle töten. So, komm, die Koffer nehmen wir noch schnell mit. Ohne Batterie. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht für unten. Aber das einzige Gute ist, wir haben jetzt ein bisschen Münzgeld gefunden, damit können wir jetzt ein paar Bomben bauen. Da ist unsere Plattform. Hui, wie weit der Typ auch springen kann. Schon krasser, hui. So, zack. So, dann war's das für diese Folge. Würde ich sagen, so, zack. Oh, unser Feuer ist weg. So, ich speichere jetzt eben noch kurz, so, zack. Und dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.